Diese Sendung wird euch präsentiert von Dachdeckermeister Marco Schmiedendorf aus Franzburg. Mit seinen Spezialisten für Dachdeckarbeiten, Holzbau, Abdichtung und Fassadenverkleidung sowie Leckageordnung und Klempnerarbeiten und seinem Krandienst hilft er dir gerne weiter. Startwand, der Speedway-Podcast mit Micha und Evi. Wie sagt man so schön, Evi, spontan ist doch am besten, oder? Ja, das können wir mittlerweile, ne? Ob wir nachts aufstehen, wann war das letzte Mal? Nachts um 0 Uhr oder wann hast du mich geweckt, du Lump? Ja, es war auf jeden Fall ziemlich spät. Hallo und herzlich willkommen zu Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Und auch heute sind wir wieder dabei, eine spontane Spontan-Folge aufzunehmen. Diesmal mit einem spontanen Spontan-Gast. Zu dem kommen wir aber gleich. Ebi, sag mal, du hast doch die neue Folge mit Schmiedendorf gehört, oder? Ja, zur Hälfte. Zur Hälfte? Oh, also ich hab 10 Minuten gebraucht, bis ich merkte, dass Finn Ole gar nicht Finn Ole ist, der da am Anfang erzählt. Das ist alles sein Vater. Ja, aber ich hab ihn schon mehr Worte entzückt, als so mancher Eurosportler mit seiner Kamera drauf in Stralsund beim Dings, beim SEC, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber haben wir ihn nicht auch schon mal interviewt gehabt in Stralsund? Ja, das haben wir aber nicht gesendet. Ach so, weil er so, zu nervös so viel war. Geredet hat, ne? Ja. Ich muss dazu tatsächlich ehrlich noch gestehen, ich hatte eigentlich mehr Material, als wir gerade abgespielt haben. Es waren ja nur 18 Minuten. Ich habe das Mikrofon einfach angeschaltet, habe dann mit ihm erzählt. Das Problem ist aber, da hat er natürlich mehr erzählt, weil das Mikrofon nicht vor seiner Nase war. Er hat auch noch erzählt, dass sein Mikrofon und Kamera scheu ist. Mhm. Und er meinte dann, das wird auch nie anders werden. Ich habe es, wie gesagt, laufen lassen, aber dann ist er halt hin und her gelaufen. Da war die Qualität so schlecht, dass ich es hätte nicht nachverstärken können. Ne? Und ja, mit Vater Schmiedendorf, wie du gerade gemerkt hast, lief es dann ja um einiges besser. Ja, den durfte ich ja sogar persönlich kennenlernen, ne? Im Rostock. Da hast du ihn ja im Schlepptau, ne? Ja, genau. Zufälligerweise hatte er noch eine Karte für Hansa frei. Aber ja. Über Hansa wollen wir heute mal nicht reden. Das war zu viel Hansa-Content in letzter Zeit, gerade auf unserem Kanal. Heute wird's. Wieso? Ich habe ja wohl so ein Bild gepostet aus Gelsenkirchen und das zu Recht. Nein, aber wir ja vorher auch in Nürnberg, ja. Gegen Nürnberg im Stadion und so. Und haben wir festgestellt, dass die Bratwurst in Rostock scheiße ist, ja. Das hast du erwähnt, ja. Anfängerfehler. Anfängerfehler, absolut. Wir kommen heute mal natürlich wieder auf das Thema Speedway und unsere lieben Zuhörer, nein, heute geht es nicht um die Bundesliga. Nein, es geht nicht um die Schafe in Wolzulake und es geht auch nicht um den Speedway Team Cup, sondern wir kommen heute mal zu einem Gast, von dem es eigentlich nicht viele gibt. Denn wir alle dürfen nicht vergessen, wir müssen es anders sagen. Einige Leute im Speedway müssen das, wenn sie es so hochprofessionell machen wollen, wie sie es machen wollen, auch das gewisse Geld dafür kriegen. Und irgendwo muss das auch herkommen. Und auch die Leute, die sich darum kümmern, dass es beim Bahnsport weiter vorwärts geht. Und deswegen, Ebi, haben wir uns mal gedacht, laden wir heute jemanden ein. Möchtest du vorstellen? Ja, wir haben ja gesagt, wir holen mal aus allen Branchen. Ne? Wir hatten Mechaniker, wir hatten Fahrer, wir hatten wollen noch Fotografen. Und heute haben wir mal gedacht, wir holen einfach mal einen, wie nennen wir es? Sponsor klingt doof. Einfach mal ein Unterstützer des Sports. Wir sagen herzlich willkommen, Jörg Krohmann. Hallo Jörg. Hallo, guten Abend. Hallo aus Güstrow. Stimmt, aus Güstrow. Siehst du, ich habe jetzt gerade überlegt, wegen dem ganzen Hin und Her, wo du wohl gerade sitzen magst, aber Güstrow ist richtig. Du wohnst ja in Güstrow, nicht? Ich bin in Güstrow geboren, hier aufgewachsen, jawohl, und lebe mein ganzes Leben in dieser Stadt, ja. Schön. Und willst du auch, also bleibst du in Güstrow, oder? Ja, also wir werden uns hier nicht wohnwirtschaftlich mehr verändern. Ich habe hier meine Füße von Anfang an in dieser Stadt. Ich bin hier groß geworden, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe meine Firma hier in Güstrow, ich habe meine Mandanten hier in Güstrow, einen Großteil meiner Mandanten hier wohnen in dieser Stadt und ich bin auch sehr glücklich hier zu leben. Ich mag Güstrow sehr. Ja. Schön. So ähnlich geht es mir mit Neubrandenburg und mich ja sicherlich auch mit Rügen, oder? Ah, mit Rügen, ja, meine Heimat ist ja Neustadt-Glewe. Rügen muss man reinkommen, ist schwierig. Ja, das Gute ist natürlich, ich habe Stralsund vor der Tür, ne? Wenn ich mal Speedway gucken will. Und von Neustadt aus müsste ich ja dann immer erst nach Güstrow oder Tetro fahren. Also irgendwann zieht es einen wieder zurück in die Heimat. Ne? So sieht's aus, ja. Du hast gesagt, du hast deine Büros in Güstrow.
Das soll jetzt keine Werbesendung sein, ich finde es aber immer ganz interessant, was die Leute machen. Magst du verraten, was deine Büros, was da drin stattfindet? Also was arbeitest du quasi? Ja, ich bin seit mittlerweile nun 32 Jahren als selbstständiger Versicherungsmakler tätig im Bereich der privaten Versicherungen, der Gewerbeversicherungen. Wir machen Finanzierungen, wir machen Investmentberatungen. Das ist ja letztendlich der grobe Zug aller meiner beruflichen Richtungen, die ich mache. Und wir empfangen in meinem Büro täglich Mandanten. Wir fahren auch gelegentlich raus zu den Mandanten, aber im Großen und Ganzen findet alles in meinen Büros statt, ja. Schön. Da kommen wir auch gleich zum Thema, ne? Weil mittlerweile kennt dich, glaube ich, in der Speedway-Szene, ja, also zumindest das Logo Grohmann ist jetzt bekannt, ne, die letzten Jahre. Mir ist es zum ersten Mal, also ich kenne dich ja tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe dich in Dorn persönlich einmal getroffen. Ja, ich erinnere. Und vorher kannte ich dich irgendwie gar nicht. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, in Güstrow beim SEC-Lauf. Da hieß es mit mal hier, Grohmann, Sponsor. Ich so, was ist das hier? Ein Versicherungsmakler, noch nie vorher gehört oder so, ne? Warst du vorher schon im Speedway aktiv oder wie hast du es da so, ja, wie kommt man also drauf, einfach so ein großes Rennen zu sponsoren und sagen, jetzt bin ich dabei, ne? Weil, ja, na, so, ganz so ging es ja nicht los bei mir. Ich muss erstmal vielleicht zum Urschleim oder vom Urschleim ein bisschen anfangen. Ich habe gerne dem Speedway-Sport mit meinem 5. Lebensjahr circa das erste Mal live erleben dürfen, mit meinem Vater seinerzeit in Güstrow im Stadion. Und wir sind, wenn der damalige Ostseepokal war, also ich bin jetzt 54 Jahre alt, das ist also tüchtig paar Jahre her, als ich das erste Mal im Stadion war mit 5 Jahren. Und da war ich beim Ostseepokal überall mit meinem Vater. Und ich erinnere, wir sind mit seinem Moped damals zu den Rennen gefahren oder auch zum Bergring nach Tetro. Und ja. Bahnsport hat mich eigentlich mein ganzes Leben schon begleitet und ich war immer ein großer Fan von diesem Sport und habe eigentlich vor nun ziemlich genau 16 Jahren das erste Mal Unterstützung bei einem Langbahnfahrer geboten und zwar bei Enrico Janoschka. Ich war bis 2016, als Ricky den schweren Unfall in Rastede hatte, auf der Langbahn sein Unterstützer in der Langbahnszene und also im Langbahnsport für Enrico Janoschka ausschließlich, mehr nicht. Mehr habe ich nicht gemacht. Und krass. Als Ricky dann damals, ja, bedingt durch seine schwere Verletzung im Halsbereich, er hat ja erst den zweiten Halswirbel gebrochen gehabt, als er dann seinen Sport beendete, habe ich für mich entschlossen, ich gehe in die Speedway-Szene und habe, welch Zufall, irgendwann in 2016 im Frühjahr den Robert Lambert bei McDonald's in Güstrow getroffen. Und so bin ich zu Robert gekommen. So habe ich Robert das erste Mal kennengelernt. Dann haben wir dicken Burger zusammen gegessen. Und nein, er hat Salat gegessen. Ich habe einen Burger gegessen. Das sieht man bei mir ja auch manchmal. Und letztendlich sind wir so zueinander gekommen. Und habe dann eben beginnt in 2016 ihn unterstützt. Das war mein erster Fahrer seiner Zeit, den ich unterstützt habe. Ah. So war's. Und ja auch heute noch, ne? Was man so mit. Ja, bis heute. Wir haben gerade heute telefoniert. Er macht Training in Polen. Er fährt viele Trainings aktuell. Und ja, sie sind alle so ziemlich unterwegs im Trainingsbereich. Und Bartek ist unterwegs. Erik Riss ist unterwegs. Norik ist unterwegs. Sie sind alle ja, am Fahren schon, ne? Auf den Bahnen. Und also überall in Europa letztendlich, ja. Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Also ich meine, so ein Fahrer wie Robert Lambert, dass man den mal bei McDonald's kennenlernt, ist, glaube ich, eher die Seltenheit. Ja. Wie kommt man denn zu anderen Fahrern? Denn viele wissen ja gar nicht, du hast ja ein großes, breites Feld. Du hast ja nicht nur einen Fahrer, den du unterstützt, sondern mehrere. Kannst du uns davon mal ein paar nennen oder mehrere erzählen? Ja, also ich kann das eigentlich hat's, ich vergleiche das wie auch im Geschäftsleben oftmals so, dass wenn man ein Dienstleister ist, so wie ich mich auch verstehe, dass es eigentlich so ist, dass aufgrund der Tätigkeit, die überzeugend ist, sich der Kundenstamm bildet, wie ein Baum Äste dazu bekommt. Versteht ihr, wie ich meine? Das bedeutet ganz einfach, der Kundenstamm wächst und zwar wie ein Baum. Er verfächert sich immer mehr, es kommen immer mehr aus allen Zweigen irgendwo Mandanten dazu und ähnlich ist es auch in dem Bereich meiner Unterstützung im Speedway. Ich muss dazu sagen, es ist mittlerweile so, dass ich jährlich zu Beginn der Saison doch so ziemlich von, ich will sagen,
ich sag's mal anders in Zahlen, so zwischen 20 und 25 Anfragen habe, ob ich jemanden unterstützen möchte, kann oder nicht. Ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Und das nur aus dem Speedway-Bereich oder sind da halt auch noch andere Fußballmannschaften und sowas dabei? Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe bis vor 2 Jahren fast 20 Jahre lang Fußball unterstützt. Hier in Güstrow gibt es einen Verein, GSC, Güstrower Sportclub. Da gibt es ein Team, alte Herren. Die habe ich 15 oder 16 Jahre als Hauptsponsor unterstützt. Ich bin gar kein Fußballfan. Wie viele Millionen andere ihr ja auch Fußballfans noch seid, ich nicht. Tut mir leid, ich gucke mir eine WM an, ich gucke mir ein olympisches Turnier an, ich gucke mir auch Europameisterschaften an, ich gucke mir auch ein Champions-League-Finale an. Aber nicht, weil ich der große Fan bin, nicht, weil ich der große Fan bin, sondern weil es mich einfach sportlich interessiert. Okay? Und um auf die Frage zurückzukommen, bei mir hat sich das in dem Bereich der Unterstützung so ergeben, dass ich im Laufe der Zeit ich die Kapazitäten hatte zu unterstützen, also auch zu geben, um eigentlich diesen Sport voranzutreiben. Und deswegen habe ich verschiedene Altersgruppen gewählt und verschiedene Leistungsklassen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe 2 junge Männer, den Mathis Möller und den Sam Schubert unterstützt. Die sind Amateure. Okay? Dann habe ich den Norik Blödorn und den Oskar Palluch. Das sind beides Junioren. Oskar ist 15. Er ist Weltmeister mit der 250er geworden oder Obermeister. Genau. Richtig. Und ich hatte ihn aber vorher schon vertraglich gebunden. War nur für mich. Im Frühjahr letzten Jahres vertraglich gebunden und der Norik genau dasselbe letztendlich. Sind beides Junioren. Ne? Wobei ich muss dazu sagen, der Oskar Palluch wird ja erst ein Junior. So. Ist ja noch Schüler letztendlich. Da geht er jetzt ab Juni, wird er im Juniorenkader sein und als Junior bei der Extraliga mitfahren, bei der polnischen. Und dann geht's in die nächste Kategorie, will ich es mal so nennen, ohne jetzt die Leistung des jeweiligen zu schmälern. Jeder kann kein Weltmeister werden, sage ich jetzt mal. Aber jeder kann seine Leistung zeigen und sich weiterentwickeln. Und das ist für mich wichtig. Dann habe ich den Tobi Busch und den Erik Riss, die ich unterstütze, und dann eben den Robert Lambert und den Bartosz Smarzlik. Also die 8 sind eigentlich die ich gewählt habe, weil ich für mich das sehe, dass man auch an die Zukunft denken muss. Deswegen müssen Junioren, deswegen müssen Amateure dabei sein. Und eben habe ich es eben auch, weil ich die Typen so gerne mag, mich damals entschieden und habe so gewählt, dass ich den Robert und den Bartek mit in meinen Unterstützerkreis genommen habe, weil ich finde die einfach sensationell. So kam es. Ja. Stark. Also ich habe es so noch gar nicht gesehen, aber jetzt macht es natürlich Sinn. Ne? Also ich habe mich immer gefragt, wie kommt der auf seine Fahrer? Ne? Also wie wählt er das aus? Aber so macht es natürlich Sinn. Und ich finde ja auch stark, was ich jetzt so raushöre. Also wenn man dich erstmal an der Seite hat, dann hat man dich auch. Ne? Also Dann ich bin keiner, der so auf den Zug der Pferd aufspringt. Ich bin eher einer, der sich die Leute im Vorfeld erstmal genau überlegt, was willst du? Ne? Und passt dieser Typ auch zu mir? Nicht jeder Professional oder auch jeder Amateur passt zu mir. Ich bin ja auch ein Typ, Mensch, der vielleicht eine Erscheinung nach außen ist, wo ein anderer sagt, den kann ich überhaupt nicht leiden. Warum auch immer. Gibt's ja. Jeder liebt jeden nicht und das soll auch so nicht sein. Aber was ich sagen will ist, für mich ist entscheidend, für mich persönlich, dass ich sage, ich möchte insgesamt einen positiven Flow für den Bahnsport bringen und möchte dabei auch liefern, dass ich Leute unterstütze, die das machen können, dass der Bahnsport breiter geht, populärer geht, besser wird. Versteht ihr? Also finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also das breit zu fächern und nicht nur alles in einen zu pumpen. Ne? Also es ist halt, finde ich sehr, sehr, also sehr, sehr löblich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, es macht dich auch so ein bisschen stolz, ne? Wenn ich so eine Geschichte vom Robert Lambert zum Beispiel sehe, ne? Wo ich eigentlich schade ist, der ist ja eigentlich in Deutschland groß geworden, ne? So in Güstrow und Richtig. Also letztendlich habe ich immer gehofft, Mensch, er fährt irgendwann mal für Deutschland, ne? Aber er hat sich für England entschieden. Wird nicht passieren, aber ich habe Robert
ich sag mal, in Anführungsstrichen, groß werden sehen. Ne? Er war ja ziemlich jung, als ich mit ihm das erste Mal zusammenkommen kam. Und ich habe ihn nun erlebt, ich habe seine schweren Momente erlebt, ich war selber mit dem Toglatti, wie er den schweren Unfall hatte beim Speedway of Nations Finale 2019, glaube ich, war Toglatti. Und da hatte er einen schweren Sturz, wobei er sich mit dem Bruch des ersten und zweiten Brustwirbels quälen musste. Dann eine Woche später war ich auch in Turun, wie er den schweren Sturz denn dort hatte. Und da war eigentlich dann auch die Saison zu Ende 2019. Hat lange gebraucht, um wieder so wirklich fit zu werden, die ganze Restsaison an vom August war das ungefähr, war alles vorbei und im nächsten Jahr kam er dann zurück und kam ganz stark zurück, ne, mit dem 20er Europameistertitel beim SEC. Das war natürlich Obersahne und viele Leute kennen mich und sehen mich und wissen, wie ich dann reagiere. Also ich bin auch einer, der dann wirklich sein Herz aufmacht und sagt, also mir stehen auch die Tränen in den Augen, wenn dann meine Jungs Erfolge zeigen. Ja, sensationell, ne? Auch ein Auftritt im Grand Prix dieses Jahr, ne? Also es war ja auch letztes Jahr. Ja. Sensationell, hätte ich ihm nicht zugetraut. Gehofft haben wir es alle. Und er hat ja viele deutsche Fans, ne? Weil ja viele ihm mit Güstrow in Verbindung bringen. Und ich glaube, er hatte damals ja auch eine Freundin, ne? Und hat jetzt eine andere Freundin. Ja. Irgendwas war ja. Und also stimmt, Dean Bergen war ja so die auch mal Heimat Zeit von ihm mit dem René Schäfer, ne? Da hat ihn auch viel unterstützt. Und er hat ihn ja eigentlich auch, so wie ich es weiß, mit nach Deutschland geholt, ne? Das oder dann ihn hier auch in die Fittiche genommen und ihn hier unterstützt. Das muss man so sagen. Also wir sind gespannt, was passiert mit Robert. Ja, ich denke, er wird dieses Jahr, so wie er trainiert, so wie er drauf ist, er ist sehr stark, er ist fit, er ist absolut fit. Er war jetzt kürzlich auf Malta mit dem Team von Torun und hat dort ein Trainingslager gehabt und also wir haben heute telefoniert gerade wieder und er hat auch klipp und klar gesagt, er freut sich auf das erste Rennen, das geht ja nun bald los. Er wird auch dieses Jahr die Fans in England wieder begeistern beim Peter Craven Memorial jetzt Ende März, ist ja bevor das Kriterium in Bydgoszcz ist, am 25.3. Ist ja das Kriterium in Bydgoszcz. Und ein paar Tage vorher ist in England bei Manchester, Bellevue im Stadion, das Peter Craven Memorial. Unter anderem auch mit Eric Riss und mit Norik Blödern. Nur mal so, ne, für Fans. Gibt's im Livestream. Ja, da machen wir gleich mal einen kurzen Schwenken. Bevor wir nach Deutschland wiederkommen, gehen wir mal kurz nach Polen. Du hast ja gesagt, dass du auch Bartosz Smaslik unterstützt. Mhm. Hast du den bei Kentucky Fried Chicken getroffen oder bei Agib an der Tankstelle oder wie ist es da zu dem Kontakt gekommen? Da danke ich meinen guten Freund, den Holger Lund. Das muss ich mal so sagen. Holger Lund hat und macht er ja auch bis heute noch die Kupplungsscheiben für meinen Freund Bartek gegeben, sage ich jetzt mal, und unterstütze ihn in der Richtung. Und ich habe Holger, ich will jetzt nicht lügen, 2019 war das, beim Ice Speedway in Malchow getroffen. Oha. Und in dieser kleinen Halle sind sie im Kreis gefahren, dank Ronny Weiß, was ich sensationell finde, was er da macht in der Richtung. Ja, immer wieder zu sagen, Ronny Ice, the King of Ice. So ist es. Das muss ich so sagen und finde ich gut. Und ich bin auch dahin gefahren, von Güstrow nach Malchow ist es nicht so weit und habe mich dann dort im Fahrerlager, weil mein lieber Freund Tobi Busch an dem Tag auch gefahren ist und deswegen waren wir auch da, um ihn dort zu unterstützen. Und dort war Holger Lund auch da. Ich habe mit Holger gesprochen. Ich sage, Holger, ich weiß, du machst das für Bartek so und so. Gib mir mal bitte die Telefonnummer, ich will Bartek anrufen. Zu der Zeit sprach Bartek noch nicht wirklich gut Englisch und ich nicht richtig gut Polnisch. Und dann kam es einfach nur dazu, dass er mir die Telefonnummer von seinem Bruder Pavel gab. Und dann habe ich mit Pavel telefoniert und ja, tatsächlich waren wir dann knapp zwei Wochen später bei Bartek im Büro und haben mit seiner Mutter Dorota und seinem Vater und Bartek selbst und Pavel zusammengesessen und haben einen Schlachtplan geschmiedet, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten können. Mittlerweile ist es von 2019 bis jetzt doch auch schon eine Zeit lang. Und ich kann auch in dem Fall sagen, ich war bei ihm, bevor er das erste Mal Weltmeister wurde. Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass er in dem ersten Jahr, wo ich ihn unterstützt habe, Weltmeister wurde. Und ja, ich bin sehr glücklich mit ihm.
Läuft das so, wie man sich das quasi denkt oder aus Filmen kennt? Ihr sitzt zusammen an einem Tisch und du sagst als Beispiel, ich werfe eine Summe X rein. Die Summe ist jetzt erstmal egal, darum geht es nicht. Ne? Eine Summe X rein. Und dann sagt ein Smart Slick daraufhin, dafür kriegst du den Werbeplatz unterm Tank und wir können mal zusammen grillen. Läuft es so ab? Nein, ich muss es anders sagen. Ich war ihm so sympathisch, dass er gesagt hat, pass auf, ich klebe deinen Namen egal hin, wo du bist. Es ist egal, was du dafür gibst. Nein, so war es natürlich auch nicht. Also es so ist tatsächlich unser erstes Sponsoring gelaufen. Genau, tatsächlich. Ohne Quatsch, wir müssen die Saison noch sehen. Also, wer Bartek kennt, der weiß, was das für ein absolut sympathischer junger Mann ist, der mit dem Herzen für Speedway brennt und mit seiner Leistung erst recht. Und Bartek hat die Geschäfte, das Kaufmännische in die Hände seiner Mutter gegeben. Okay. Und Dorota ist eine so liebenswerte Frau, die wir auch persönlich sehr, sehr gerne mögen. Und sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Sie gibt den Maß, das Maß vor und sie sagt klipp und klar, wir stellen uns das so und so vor. Was hältst du davon? Natürlich hören sie mich an und sie sind im Laufe der Jahre auch wirklich gute Freunde geworden zu uns und wir können mit ihnen über viele Dinge sprechen, über viele Ideen reden, die wir dann versuchen umzusetzen. Und das sind so die Dinge, die mich, wie gesagt, insbesondere sehr glücklich machen, auch in der Familie Smarslik. Es gab mal so einen Moment, da hieß es, willkommen bei der Familie Smarslik. Und wenn sowas jemand zu dir sagt, dann ist das schon aller Ehren wert, glaube ich. Und das ist auch sehr, macht einen sehr glücklich. Ihr wisst, wie ich meine. Ne? Absolut. Aber die geschäftliche Seite ist eine ganz andere Seite. Und da muss man ganz klar sagen, es wird wirklich knallhart verhandelt. Es wird verhandelt über Dinge und es wird klar gesagt, pass auf, so und so stelle ich mir das vor. Ich als Sponsor, ich als Unterstützer stelle mir das so und so vor. Was denkt ihr? Was sagt ihr? So ist es ja auch bei den Verhandlungen für die Events, die ich unterstütze. Ich habe da dieses Jahr ja auch wieder einiges vor. Können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz anschneiden. Auf jeden Fall ist es so, dass es schon harte Gefechte gibt. Ja, muss man sagen. Mhm. Aber das ist, ich denke mal, generell so üblich in der Szene. Okay. Ne? Klingt auf jeden Fall spannend, ne? Ja. Also da geht's denn aber, ich muss mal einmal ganz kurz nachfragen, geht's denn da um Summen oder um Werbeplätze oder oder du ja, bist genau. Ja auch so ein Typ, der gerne mal, keine Ahnung, geht's denn, Bartosch, du, ihr seid ja jetzt Freunde wahrscheinlich, wenn ich das richtig rausgehört habe, geht's denn auch um, ich brauche hier 5 VIP-Karten, ich brauche, keine Ahnung, irgendwie sowas, ich kann... Helf mir mal ein bisschen, ich bin ja eher so von außen Fan. Ne? Also ich bin ein ideenreicher Mensch, ich will es mal so sagen. Und ich weiß, dass ich einer der Ersten war, bis zum Verbot. Es gibt dann gab dann danach ein Verbot, ich will es mal Folgendes sagen. Ich habe mir diese Elektroroller gekauft, ich habe davon mehrere gekauft und habe die meinem Werbedesigner gegeben und habe gesagt, mach doch mal ein bisschen Werbung von mir drauf. Dann habe ich die Dinger wieder auseinandergebaut, verpackt und habe meinen Fahrern die zur Verfügung gestellt. Das ist eine Art der Unterstützung. Da habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn einer der Jungs mit so einem Segway oder so einem Elektroroller durchs Fahrerlager fährt oder einmal so eine Bahnrunde macht. Versteht ihr? Diese Teile. Das sind alles so Sachen, die mir so eingefallen sind. Ne? Flaschenwerbung, Trinkflasche vor die Kamera halten und all so ein Kram. Ja. Ne? Das sind alles so Ideen, die mir so kamen, wo ich gesagt habe, damit mache ich ein bisschen Werbung, mein Name ist irgendwo zu lesen und andersrum haben die Leute was davon. Okay? Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, so wie ich es all die Jahre erlebt habe, Preis für Fläche. Oder ich sage jetzt mal, für die und die Fläche musst du das und das geben. Okay? Genau. Sehen wir alle, es gibt kleine Aufkleber, es gibt große Aufkleber, es gibt riesengroße Aufkleber, es gibt, das kostet. Ne? Also das, was du an Fläche haben möchtest, auch die Position der Fläche, ist sie jetzt, ich sag mal, auf der Brust, auf dem Arm oder auf dem Knie oder unterhalb des Knies, ne, am langen Bein oder wie auch immer, am rechten, am linken Bein, das sind unterschiedliche Preise. Das ist okay. Ne? Und dann gibt's noch den Unterschied, zumindest bei den Profis, welche Liga möchtest du bewerben? Nur in einem Grand Prix, nur in der Extraliga oder in allen Ligen, wo der Fahrer jeweils fährt? Ne? Okay. Das ist ja auch immer die Geschichte. Fährt er in Schweden, willst du in Schweden deine Werbung drauf haben, musst du dafür bezahlen. Klar.
Ne? Ja, krass. Wobei ich dieses Bezahlen für diese Werbung als Fläche sehe ich es immer, ich persönlich doch immer noch ein bisschen anders, weil ich sage, ich will den Fahrer auch nach vorne bringen mit meiner Unterstützung. Mhm. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, ich ja. will, dass der Fahrer auch und auch dann in dem Zusammenhang natürlich der Sport nach vorne kommt. Und für mich als Versicherungsmakler, das darf ich auch nicht vergessen, ist es immer eine Geschichte, die mich in meinem Unternehmen nach vorne bringt. Für das ist Werbung quasi für mich in meinem und mein Unternehmen. Das ist so. Hm. Ja. Okay. Ich weiß nicht, Micha, willst du noch, sonst ich würde noch mal ganz schnell noch einmal nachfragen. Ja, hau rein, Ebi. Weil ich bin ja auch, also mich interessiert es jetzt persönlich, weil ich auch so ein bisschen im Marketing in unserem Unternehmen zuständig bin, ne? Hm. Und dann natürlich auch so ein bisschen Budget und hin und her. Hm. Hm. Weil letztendlich kann man es messen? Also kommt wirklich was zurück? Also hast du Kunden, die speziell zu dir kommen, weil du im Speedway-Sport bist? Also ja. Ich muss das tatsächlich so sagen. Also man bekommt auch Sponsoren untereinander, Unterstützer untereinander lernen sich kennen. Es gibt ja dann auch immer gelegentlich mal Veranstaltungen, wo der Fahrer, wo der Aktive einlädt. Hm? Also ich weiß, ich war vor Jahren mal Unterstützer von Bernd Ernst und da hat er eine Weltmeisterfeier gegeben, da war ich auch eingeladen. Ja. Ne? Da bin ich auch hingefahren und so läuft es auch bei anderen, bei Robert, bei Bartek, solche Feierlichkeiten. Ne? Also Netzwerken. Richtig, und da trifft man sich einfach auch mit anderen Sponsorenkollegen und ich muss auch dazu sagen, wenn man so irgendwo zum Event fährt, trifft man sich auch bei dem Event mit anderen Sponsoren, Freunden. Ich habe einen ganz großen Freund, einen wirklich echten Freund aus Polen. Das ist der Maciej Koslowski von Promet Cargo. Mit dem bin ich wirklich oft unterwegs. Mit meiner Partnerin, er mit seiner Partnerin. Und wir besuchen eigentlich jeden Grand Prix, wenn es geht. Also, und man lernt sich dadurch auch kennen und dadurch kommt man dann irgendwo auch zu einer geschäftlichen Verbindung. Das ist oft so. Ne? Spannend. Ja. Wenn wir mal wieder den Schwenk nach Deutschland machen möchten, wie wir jetzt schon gerade gehört haben, bist du ja auch mit Tobias Busch in einem Netzwerk quasi. Ja. Und ich will nicht sagen, dass der Aufschrei in der Szene groß war, aber man diskutiert doch über das Video, was gerade vor ihm, ich glaube Anfang Februar war es, beim AC Landshut zu sehen gewesen ist. Da hat er so Fanfragen beantwortet. Ne? Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das hast du das gesehen? Ich habe es, meine ich, gesehen, ja. Ja. Unter anderem lässt er da so eine Frage für die Saison noch offen. Es hört es sich nach Abschied an? Weißt du da was? Kann man da mutmaßen? Ich möchte dem nicht vorgreifen. Also Jungs, seid mir nicht böse. Ich weiß, was passiert. Ja. Es ist vielleicht nicht meine Aufgabe, diese Informationen rauszugeben und möchte das deswegen unkommentiert lassen, wenn ihr mich versteht. Ja, natürlich. Es wird eine Ansage rechtzeitig von Tobi Busch geben, wie es um ihn steht, aber ich möchte da überhaupt nichts zu sagen. Also das soll sein Part bleiben, okay? Also okay. Will er doch im Grand Prix nochmal angreifen, sag ich doch, Michael. Du mit deiner Abschiedstheorie. Das kann ja auch sein. Wir haben malt immer gerne alles schwarz, weißt du? Und ich sag aber, nee, der will doch mal gar nicht. Der will ein Speedway-Weltmeister werden. Also ich muss euch sagen, Jungs, ich habe lange mit ihm zusammengesessen und ich kann euch sagen, es wird was geben, aber ich möchte nichts dazu sagen. Okay. Hast du ein Eisbibi-Motorrad gekauft? Eventuell. Ebi, ich will ja gar nicht schwarz malen. Ich habe nur die Befürchtung, dass er aufhören möchte. Weil ich würde das total schade finden, denn vom Alter her und von der Leistung her ist er noch lange nicht meiner Meinung nach an seinem Zenit und wir würden im deutschen Bahnsport einfach einen klasse Fahrer verlieren. Ich habe es ja auch so nicht selber schon meine eigene Frage beantwortet und kannst dir daraus dann viele Richtungen bilden. Also ja, genau, das ist die eine wie in die andere Richtung. Aber genau. Tobi ist ein Top-Mann, der ist fit, der trainiert jeden Tag und ihm geht's gut, er ist gesund, er hat eine Familie, die hinter ihm steht, er hat alles das, was er sich in seinem Leben gewünscht hat. Und ich finde, das ist auch so dann okay. Und wenn Tobi für sich, was auch immer er entscheiden will, aber ich kann da nichts zu sagen, möchte ich auch nicht, weil alles gut, alles passig, alles gut. Okay. Gut, ja, hätte er sein können, weißt du, wir sind immer auf neueste News aus. Ich merke auch, wie ihr mir unter der Nase kitzelt, damit ich vielleicht dann doch was versehentlich aus dem Mund fallen lasse. Aber nein, es ist alles okay. Es ist, es fehlt, wie gesagt, und er freut sich auf die Saison.
gut drauf. Gut. Wie wir alle auf jeden Fall, ne, Michael? Also diese Saison, wir freuen uns alle. Ja. Definitiv. Losgeht, ne? Ich bleibe aber trotzdem nochmal in Deutschland. Ja. Auch Norik Blödon, eins der wahrscheinlich zukunftsreichsten Talente im deutschen Bahnsport. Ja. Mit denen hast du auch zu tun, da bist du auch ein Unterstützer. Ja. Wenn ich jetzt Norik Blödon wäre, ne? Ja. Und ich sage mal, wir hätten das gleiche Verhältnis, was du jetzt mit ihm hast. Was müsste ich dann leisten, damit wir beide zueinander kommen? Was verlangst du so einem Fahrer, was verlangst du so einem Fahrer dann eigentlich auch ab? Die eine Seite ist ja das Geld geben. Das ist ja schön und gut. Das ist ja so eine Forderung, kann man ja leicht machen. Aber hat Jörg Roman irgendeine Spitze, die er sagt, also der Fahrer muss das und das haben, sonst passt es einfach nicht. Weil du vorhin schon in den Schuh so gegangen bist, so, es müsste auch irgendwie passen. Also was sind zum Beispiel No-Gos und was ist ein Go, was immer da sein muss für dich? Burger King. Also, die Frage ist gut, die Frage ist gut. Aber es gibt bei mir oder es gibt für mich ganz klar eine Geschichte, die für mich ganz wichtig ist, damit diese Person meine Aufmerksamkeit erlangt. Okay? Mhm. Das ist das Erste, sein Willen für den Sport. Das ist das Erste. Mhm. Das bedeutet, ich sehe, so wie jetzt auch bei Erik Riss, nur mal als Beispiel, Erik habe ich 3-4 Jahre beobachtet, bevor ich beim Training in Gorjo, also mal beim Training im Gorjo war, das Gespräch mit ihm aufgenommen habe und gesagt habe, Erik, wir kommen zueinander. Ich melde mich bei dir, mehr nicht. Da vergingen noch mal fast 2 Jahre und seit diesem Jahr sind wir miteinander vereint. Okay. Und für mich ist ganz wichtig, dass er loyal ist, dass er ehrlich ist, dass er gewillt ist zu lernen, um Erfolg zu bekommen und dass er eine gewisse Ausdauer hat, in seinem Fleiß voranzukommen. Kein Mensch auf dieser Welt startet von 0 auf 100 durch. Das sind immer, ich sag mal, so eine Art Fieberkurven, wo es mal gut läuft, wo es mal schlechter geht, wo man sich weiterentwickelt, wo man dann wieder Rückschläge hat, wo man Verletzungen hat, wo man technische Probleme hat, um das jetzt auf Speedway abzutun. Und für mich ist aber wichtig, dass man am Ende erkennt, dass der Mann immer wieder trotzdem weitermacht, okay? Und nicht in Selbstmitleid verfällt, in Lustlosigkeit verfällt. Und das ist nicht der, das ist auch eins dieser No-Gos, ne, was für mich so ein No-Go ist. Ich will keine Idealsportler, wir sind alle Menschen, die sollen feiern, ja, die sollen auch mal einen dicken Burger essen, wenn sie es wollen, aber am Ende ist es für mich wichtig, dass ich sehe und erkenne, dass sich die Leute weiterentwickeln. Mhm. Okay? Mhm. Und deswegen, auch so am Rande, für mich der Hauptgrund im Bereich von Einzelpersonenunterstützung und nicht vielleicht clubmäßige Unterstützung. Das ist so ein Punkt bei mir, okay? Ja, das ist also, so einen Club zu unterstützen, stelle ich mir sowieso viel zu schwierig vor, gerade was der Bahnsport angeht, also ohne dass ich jetzt Einblicke in welche Vereine hätte. Ich bin, wie gesagt, selber Vereinsleiter und ich glaube, gerade im Bahnsport oder Motorsport ist es da noch schwieriger, so einen Club zusammenzuhalten und da Geld reinzugeben. Ja. Wie ist es eigentlich? Du wirst ja sicherlich nicht überall gefeiert für das, was du machst. Das ist aber auch wie, okay. Wie ist dann so die Außenwirkung? Wenn die Leute sehen, was du in Güstrow gemacht hast, ne? Beim den SEC. Genau, beim SEC. Man sieht dich bei Blödon, man sieht dich bei Busch. Das sind ja auch nur wirklich Leute, die zumindest in unserer Szene sehr im Fokus stehen. Ja. Gerade jetzt, wenn die neue Saison anfängt. Wie ist denn so der Rückenwind von außen? Kommt da manchmal, ach, der Grohmann ist ein Arsch oder mit dem hat man lieber nichts zu tun oder wo hat der Typ die Kohle her? Hört man sowas? Oder sagen die, oder feiern, ja, da sind die Deutschen ja auch bekannt für. Ja. Ja? Oder sind auch Leute, weil die sagen, geil, dass du da wieder Summe X reingehauen hast, finde ich total geil und ich wünsche dir, dass es noch mehr wird, oder ist es halt eher das ganze Gegenteil? Also ich muss sagen, dass es immer wieder Menschen auf der Welt gibt, die vielleicht das nicht so gut finden, was andere Menschen auf der Welt tun, das will ich nicht bestreiten. Aber eins weiß ich, dass ich mich davon nicht abbringen lasse, das zu tun, was ich mache. Okay? Okay. Ich habe für mich selbst entschieden, ich mache es, um
mich zu präsentieren und meine Firma zu präsentieren, auf die ich sehr stolz bin. Die habe ich alleine gegründet. Die läuft seit 32 Jahren. Kannst du sein, musst du sein. Ja. Und ich mache es, um eine Randsportart populärer und bekannter zu machen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und dabei muss mir einfach egal sein, ob mich jemand mag oder nicht, weil es geht hierbei nicht um mich. Es geht um die Gesamtheit und zwar um den Sport. Und das ist für mich das, was für mich am allerwichtigsten ist. Guckt euch Bahnsport an, fahrt in das Stadion, nehmt eure Kinder, eure Familien mit, guckt euch das an und ihr werdet sehen, wie spannend Speedway ist. Das ist ja das, was viele gar nicht wissen. Was ist ein Speedway? Meine eigene Partnerin lerne ich kennen vor 4 Jahren, die kommt aus Tetro, die war nie vorher beim Speedway oder beim Bergring. Nur mal so am Rande. Okay? Okay. Dann habe ich sie mitgenommen. Danach, ihr habt sie gesehen, nach Güstrow und nach Polen zum Rennen, zum Ligamatch, nach Stahl und wo wir überall waren. Und mein Mädel brennt für diesen Sport. Das ist tatsächlich so. Und aber wie gesagt, sicherlich wird es hier und da Menschen geben, die mich nicht kennen, die irgendwo meinen Namen lesen oder ein Foto sehen bei Facebook oder was ich was. Und dann daraus schließen, weiß ich doch nicht. Ich habe mal gehört, auch mal so ein witziges Ding. Da hat mich mal einer angehauen und gesagt, du sag mal, ich sehe dich jedes Mal beim Grand Prix im Fernsehen. Wie viel Geld gibt's denn den Kameramann? Das war meine Frage, die hatte ich noch. Ja, ganz ehrlich, das hätte ich auch noch gefragt. Das hört man von 98% der Leute. Wirklich, kommt Roman jedes Mal. Ich sage jetzt mal, es ist so, das wissen die wenigsten, dass zumeist dasselbe Team die Kamerageschichten, also quasi die ganze TV-Präsentation in den Stadien macht. Das heißt, die Leute, die dort die ganzen Filmereien machen, das sind dieselben in jedem Stadion. Ob die in Schweden sind, ob die in Prag sind, ob die in Togliatti sind oder in Cardiff oder wo auch immer. Zumeist ist es so. Nicht zu 100%, aber mindestens zu 90%. Beim SCC ist es auf jeden Fall zu 100% so. Das ist immer dieselbe Crew, egal wo die Veranstaltung ist, die filmen das. Die kennen mich natürlich dann auch, weil die wissen, ich bin der Sponsor von den und den Fahrern. Ja, aber da musst suchen die dich mit der Kamera oder sitzt du immer am selben Platz? Ich weiß es nicht. Es ist so, dass wir zumeist immer dieselben Sitzplätze haben. Das muss ich sagen. Wir sitzen also eigentlich immer in den Stadien im selben Bereich, okay? Und oft ist es so, dass der Startkameramann mich dann da irgendwann sieht. Ja. Womöglich. Ich rufe ihn nicht. Ich pfeife ihn auch nicht an und sage, komm mal hier, bin ich. Weißt du? Aber deine Fahnen sind schon immer sehr groß. Das soll ja auch so sein. Warum? Natürlich. Da stehen die Jungs drauf, die ich so mag. Und das ist immer so. Und die baumeln wir da auch immer wieder hin. Das machen, ich habe einen guten Freund, den Theo. Das ist Frank Günther aus Güstrow. Auch Theo ist einer, der ein Riesenfan vom Speedway ist und ein großer Unterstützer. Das muss ich auch mal hier am Rande sagen. Es gibt noch mehr wie mich, die da nach ihren Möglichkeiten handeln und alles geben, was sie können. Und da gehört mein Freund Theo auch dazu, der Frank Günther. Und ich muss dazu sagen, auch der ist überall mit Riesenbannern unterwegs. Und das finde ich einfach nur sensationell, weil sowas gehört ins Stadion. Ja, das also meine Meinung. Erstmal möchte ich auch mal wieder ins Fernsehen kommen. Ich möchte jetzt also mit dir beim nächsten Grand Prix zusammensitzen. Herzlichen Dank. Ich gratuliere dir, ich lade dich dazu ein. Na gut. Ja, wunderbar. Ey, siehste, einwandfrei. Hat doch wieder, mein Plan ist doch wieder aufgegangen. ich habe jetzt aber vielleicht noch eine Frage, die haben wir gerade diese Woche, wir machen immer so auf Instagram eine Montagsfrage, Und ich weiß ja, wir haben ja schon jetzt länger telefoniert, wir wollten ja eigentlich schon viel früher aufnehmen und schicken uns auch immer gerne mal eine Flüstersprachnachricht hin und her, wenn du wieder in deinem Revier bist und jagst. Übrigens, Ebi, kurze Frage und Jörg, du verrätst es jetzt mal nicht. Heißt es Weidmannsheil oder Waldmannsheil? Na, Weid. Scheiße. Waldmannsheil? Ich dachte mir, das hieß Waldmannsheil. Ich habe Jörg gestern noch kurz geschrieben, ich sage, so geht das alles klar? Und dann sagt er, ja, Mensch, ich bin gerade auf der Pirsch und so, oder ich sitze gerade in meinem Revier. Und dann schreibe ich Waldmannsheil. Ich dachte bis gestern, das heißt Waldmannsheil. Und Romy dachte das aber auch.
Ja, deswegen ja. Seid ihr auch verheiratet beide, ne? Richtig. Das heißt ja. Micha, bist du noch dran oder darf ich? Nee, ich habe die Frage tatsächlich gerade vergessen, du darfst. Ich hab nämlich eine. Ja. Also eine, mal ein Schwenk zu einer ganz anderen Geschichte. Du bist ja viel unterwegs, so Grand Prix, ja. SEC, ja. In Deutschland habe ich dich, in Dorn hatten wir dich gesehen und so, ne? Ja. Wenn ich dir sagen dürfte, du darfst eine Veranstaltung organisieren in Deutschland. Wie ist für dich eine perfekte Veranstaltung? Was ist für dich ein perfektes Randsportarten-Event? Also Speedway ist ja Randsportart, sind wir uns einig. Absolut, ne? Absolut. Wie kriegen wir Jugend ins Stadion? Wie muss ein Event aussehen? Wie ist es aus deiner Sicht? Erzähl mal. Grundsätzlich ist meine Meinung die, also ich will mal sagen, grundsätzlich ist es so, dass es sehr schwierig ist, ja. diesen Sport so zu präsentieren, dass wir die Hütte voll kriegen. Ganz klar. Und zwar aus welchem Grund ist es so? Man muss wissen, dass, ich sag mal, Menschen ins Stadion gehen, wenn sie ein Fahrerfeld lesen, wo sie sagen, das will ich live erleben. Mhm. Okay? Bedeutet also, wir müssen Leute ins Stadion kriegen, erstmal als erstes, Leute ins Stadion kriegen, die Fans anlocken. Die kriegen wir aber nicht ins Stadion. Das sind Professionals, die müssen leben davon, die müssen die müssen Mechaniker bezahlen, die müssen Technik bezahlen, die brauchen doch schon relativ viel Geld, um diesen Sport betreiben zu können. Das heißt, sie werden nicht für lau oder für wenig Geld ins Stadion kommen. Mhm. Bedeutet, man muss, wenn man nach meinem Dafürhalten ein erfolgreiches Event starten will, braucht man Unterstützer für ein Event, um Fahrer in ein Stadion zu bekommen, die Fans anlocken. Wenn das passiert, dass wir gute Sponsoren oder auch viele Sponsoren zusammenbekommen würden, die genügend Geld zusammengeben, um das Stadion mit guten Fahrern oder die Veranstaltung mit guten Fahrern präsentieren zu können, dann kriegen wir auch gute Fans ins Stadion. Oftmals sehe ich es immer als Problem, wenn man eine Veranstaltung organisiert, dass die Eintrittspreise horrend hoch sind und dann Rennveranstaltungen stattfinden, die nicht so schön sind. Das nennen wir es mal so. Okay, was passiert? Der Fan geht gefrustet nach Hause, weil er hat kein schönes Rennen gesehen. Er hat vielleicht auch nicht ein Bier zu viel gekriegt oder überhaupt ein Bier nicht gekriegt, weil es zu wenig Bier gab und fährt nach Hause und ist gefrustet. Hat viel Geld ausgegeben, hat vielleicht noch seine Partnerin, vielleicht zwei Kinder dabei gehabt. Dann kann man hochrechnen, wenn so ein durchschnittlicher Eintrittspreis 30 € kostet, nur mal das Beispiel, was wir denn da ausgegeben haben. Dann vergleichen viele das mit Polen und sagen, ich fahre nach Polen zum Ligamatch und bezahle 5 € Eintritt. Zu Recht. Ne? So ist es ja. Ne? Mhm. Aber wie will ich denn in Deutschland, um eben in Deutschland voranzukommen, was machen? Ich brauche also Unterstützer und die werden natürlich nicht einfach so hinkommen und sagen, ich gebe hier mein Geld und diese Veranstaltung muss also auch nach außen gezeigt werden, ob es Livestreams sind, ob es TV ist und. Ich habe schon oft Gespräche gesucht, auch mit DF1 zum Beispiel. Ich habe oder Sport1 heißt es ja jetzt, damals war es DF1. Ich habe eine Mandantin, die arbeitet bei der Sportbild, mit der habe ich darüber gesprochen. Und all solche Geschichten. Wie kriege ich den Sport breiter in Deutschland? Okay? Mhm. Und dieses Breiterbringen ist eine Grundvoraussetzung, um das Gesamtpaket muss man dabei beachten. Ich brauche also gute Sponsoren, ich brauche eine gute Plattform und ich brauche ein gutes Fahrerfeld. Dann habe ich ein ideales Event. Okay. Also ja, spannend, sehe ich tatsächlich ein bisschen schwer. Anders. Ist schwer. Also. Nein, nicht anders. Also ich sehe es grundsätzlich, natürlich brauchen wir Reichweite nach draußen. Ne? Also du brauchst Livestreams, meine Meinung. Ich will ja neue Kunden. Ne? Also ich will ja neues Publikum. Ne? Warum sollen die Leute ins Stadion kommen, ist die Frage. Ne? Was biete ich den Leuten, dass man sagt, okay, ich komme jetzt ins Stadion für die den Sport nicht kennen? Wenn ich jetzt mal an deine Frau denke, ne? Die den Sport überhaupt nicht kannte. Ja. Meinst du, die interessiert sich, ob der Bartosz Marszlik fährt? Der ist es doch egal. Nein, ich rede. Die kennt die Namen ja gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, günstiger Eintrittspreis, ausgeglichenes Fahrerfeld. Richtig. Action, der ist erstmal egal. Wenn ihr den Sport kennt, bin ich auch bei dir. Bin ich hundertprozentig auch bei dir. Aber was auch eine Entwicklung bringt, ist meine Meinung, wenn ich
ich sag mal, den Grundstock der Fans da habe und dieses, die sagen, wir waren beim Speedway ein so geiles Rennen, dann schleppen die auch wieder neue Leute mit. Versteht ihr? Also in der Richtung des Öffentlichmachens. Ja, ne? Empfehlungsmarketing. Ne? Ja. Wir sind uns auch einig, dass es das gut geht, der Nächste mit. Ne? Die Jugend vergessen wurde, ne? Ganz oft, du brauchst ein scheiß Hüpfburg, kostet irgendwie 100 Euro am Tag. So, ja, hin, dann sind die Kinder beschäftigt. Dann, ja, wobei. Wenn der Platz da ist, ne? Wenn der Platz da ist. Ja, da bin ich aber auch immer mit diesen Geschichten im Nebenbei. Weiß ich nicht, ob das dann immer so erfolgsversprechend ist, wenn ich da irgendwie eine Hüpfburg oder irgendwas hinstelle, weil ich meine, wenn dann die Rennen in den Rennpausen rennt da keiner hin. Wenn sie hinrennen, da ist er. Weißt du? Nee, die Kinder spielen da 2 Stunden drauf. Die interessiert das also Sportgarten. Also ich glaube, das Thema haben wir schon mal 1000 Mal breit geredet, aber Ebi hat da absolut recht. Ich weiß es ja selber, wie es mit Klaas ist, wenn ich den mitnehme. Mhm. Ich setze mich zum Beispiel in Stralsund immer an derselben Stelle hin, wo die Hüpfburg ist. Die ist 5 Meter hinter mir. Ich kann mit Ebi in der guten Position rennen gucken. Klaas ist 2 Stunden beschäftigt. Der kommt nur schnell seine Fanta trinken. Wenn ich mit Ebi eine Wurst hole, bringe ich dir noch eine Wurst mit und ein gutes Softeis, was sie mittlerweile auch da haben. Und das Kind ist beschäftigt. Die Eltern können in Ruhe gucken. Weißt du, es muss, ja, gut, muss man sich beim Fußball noch einiges, da muss man sich beim Fußball noch einiges tatsächlich angucken. So wie Hansa, wo das ist jetzt, Fakt, ne? Ja, genau. Du musst die Familien auch begeistern können. Und das gerade wenn du mit Kindern kommst, und du kannst ein Kind einfach mal 20 Minuten beschäftigen, ist es erstens Erholung für die Eltern. Glaub mir, ich habe so viele Kinder, ich glaube, ich kenne noch nicht mal alle. Ich weiß, wovon ich spreche. Und wenn dann auch noch, und das hört sich jetzt wirklich doof und einfach an, ne? Aber wenn dann auch noch die Versorgung stimmt im Stadion, dann ist es nun mal leider die halbe Miete. Man muss auch damit leben können, dass einfach Leute kommen, die das Event haben wollen, Eventfans, wie man beim Fußball die man nicht mehr haben wollte beim Fußball eine Zeit, die einfach sagen, okay, mein Kind hat da als Beispiel X die Hüpfburg und sein Eis und Vater kann sein Bier trinken und seine Pommes essen und nebenbei fahren die noch ein bisschen im Kreis. Ich glaube, darauf muss man das abzielen und dann wird es wahrscheinlich, also glaube ich, ne, ich bin natürlich niemand, der in die Zukunft sehen kann, ich glaube, dann wird es auch einfacher, Nachwuchs zu gewinnen. Nicht, weil das Kind auf die Hip-Hop gehen kann, aber sondern weil die Veranstaltung an sich anerkannt wird, weil sie gut ist und weil es mal was anderes ist, das als Samstag. Alles passen. Als Samstag in der Kreisliga am Platz zu stehen und seit 10 Jahren immer dieselben Fouls und dieselben Leute zu sehen, weißt du, wie ich meine? Da stimme ich euch absolut zu. Aber ich glaube, die Lösung ist das Gesamtpaket. Ja, ich glaube, klar. Das fängt beim Parkplatz an. Ne? Bitte, genau. So ist es. Ne? Das geht in Stralsund weiß ich zum Beispiel gar nicht, wo ich parken soll. Ne? Ja. Wie bitte? Nochmal? In Stralsund zum Beispiel weiß ich gar nicht, wo ich parken soll. Sind so Dinge, wo man wirklich gucken muss. Also das Gesamtpaket, sicher auch die Kinder, die bespaßt werden wollen, sicherlich vielleicht auch ein Show-Act, der mit in den Bahndienstpausen mit reinzielt. Das sind alles so Sachen, die man alle mit einwirken kann. Ne? Ja. Ich habe schon mal vor Jahren, ich bin ja auch schon mal falsch umgesprungen in einem Verein in Neustadt-Glewe, da habe ich mich letztens auch mit Michael Lange drüber unterhalten. Micha. Okay. Genau. Ich muss sagen, wir hatten schon mal den Antrag gestellt, im Parchim beim Rennen im Stadion zu landen. Und das wurde dann aber nicht gestattet. Das war noch vor der Wende. Und daneben ist ja dieser Armeeflugplatz. Und solche Sachen zielen auch mit rein, Fans ins Stadion zu bringen oder Menschen ins Stadion zu bringen. Übrigens hat das dann nach der Wende, und ich weiß es genau, da mein Vater seine Getränkewagen da stehen hatte bei den Sandbahnrennen im Parchim, hat es nach der Wende geklappt. Ich kann mich als kleiner Junge noch erinnern, das hat danach der Wende hat es definitiv funktioniert. Okay, also zumindest so bis 92, 93. Ja, ich habe es beim Fußball mal gemacht in Parchim. Da gibt es ja auch einen Fußballplatz, wenn du... Aufbau Parchim wahrscheinlich. Ja, da bin ich mal reingesprungen vor zig Jahren. Das ist lange, lange her. Ja. In Pardubice ist ja auch jahrelang einer mit Pardubice ist immer ein Fallschirmspringer irgendwie gerade. Ja, aber das sind so die Dinge, weißt du? Und wenn er, weiß ich doch nicht, die Zielflagge runterbringt, weißt du? Oder den Pokal zur Siegerehrung, da gibt's kleines gibt's Feuerwerk alles so und kleine Show-Acts, die man so mit einfließen lassen kann. Ich glaube, dass viele Veranstalter. Perfekt. Ja. Ich glaube, dass viele Veranstalter, ich glaube es, davon ausgehen, dass sie so. Oder dass 90% des Publikums so Nerds wie wir sind, die Punkte schreiben, die wissen, der und der Fahrer ist verletzt, Mensch, der hat da unterschrieben oder der ist nicht so gut im Paarfahren oder wie ist der technisch drauf. Und ich glaube, dass das einfach halt nicht funktioniert. Dann machen wir uns nichts vor. Wenn du jetzt als Beispiel ins Ostseestadion gehst, ne?
haben, würde ich mal ganz stark behaupten, 80% der Leute keine Ahnung, was da unten auf Platz passiert. Die sind da, weil sie die Stimmung hören wollen, weil sie die Atmosphäre haben wollen. Natürlich, ja, Ostseestadion ist Atmosphäre oder jedes Stadion. Ostsee ist natürlich das Beste so, ne, fußballtechnisch gesehen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen fehlt. Und deswegen ist auch übrigens meiner Meinung nach der Pfingstpokal immer so erfolgreich. Der ist immer voll. Der ist immer voll. Das ist eher Tradition über viele, viele Jahre, ne? Pfingstpokal, Osterpokal. Ja, aber Jörg, Ostern ist genauso Tradition, also für mich zumindest. Aber da wissen Ostern war in den letzten Jahren auch schon 3.000 bis 5.000. Also genau, es wird auch mehr. Ne? Aber Pfingsten, da kommen die Leute, da die machen sich fertig, das ist geil, da gibt's. Ja. Aber das ist natürlich auch schwierig, machen wir uns nichts vor. Nicht jeder Verein kann ständig ein Rennen austragen, was einem Pfingstpokal gleichkommt, das ist mir auch klar. Ja? Man sieht aber, dass es in Deutschland mit den richtigen Rahmenbedingungen möglich ist, ein Stadion voll zu bekommen. Ein Spielverscheiden. Und das ist Fakt. Und das funktioniert nicht nur in Güstrow, das wird auch woanders klappen, bin ich der Meinung. Natürlich. Ich bin, wie gesagt, viele, viele Jahre in Güstrow zum Speedway gegangen. Und ich habe damals die Geschichte mit, wie die der Tetzlaff Clubchef war oder jetzt auch, wie Herr Koch die Sache da leitet. Güstrow ist, ich sage mal, im Speedway sicher immer noch eine Institution und viele Menschen laufen dahin, erst recht, wenn es Pfingsten ist. Ne, das weiß jeder, Pfingsten ist immer in Güstrow volle Hütte und ein sehr schönes oder ein sehr ausgeglichenes Fahrerfeld und das ist das, was die Leute da in dieses kleine Schmuckkästchen reinbringt und es ist nicht weit von Tetro. Tetro hat Bergringrennen, diese, ich sag mal, Symbiose der Veranstaltungen an diesem Pfingstwochenende, das hat eben Tradition und die Leute fahren dahin und kommen dahin. Das ist so tatsächlich. Mhm. Ne? Das muss man so sagen. Aber es ist schön, egal welchen Gast man hat. Man kommt immer wieder auf dieselben Themen. Ne? Das ist so ein Kreislauf. Es ist alles irgendwie schade. Jeder will irgendwas machen in dem Sport. Ne? Ich meine, wir haben ja auch gut reden hier. Ne? Wir sitzen ja hier in der warmen, weichen Stube und sagen, so stellen wir uns das vor, so kann es laufen. Die Wirklichkeit in den Clubs, die werden wir, also du wahrscheinlich noch eher als ich, die werden wir wahrscheinlich aber nie erraten. Aber Ebi, du hast jetzt noch eine Frage, weil du musst morgen auch persönlich aufstehen. Ne? Ja, auch das, aber wir sind doch schon mal über eine Stunde, du weißt. Ne? Nee, wir sind bei 50, knapp einer Stunde. Ja, ja. Nee, also wir sind jetzt wieder viel abgeschwiffen, wie auch immer. Abgeschweiftet. Jetzt haben wir hier einen zu sitzen, der wirklich die Topfahrer Deutschlands und den Weltmeister unter Vertrag hat und so und reden hier wieder über Randsportarten und. Alles gut. Alles gut. Das sind Sachen, die interessant sind und auch die Sichtweise. Na klar, ist eine andere. Und natürlich ist es immer wieder schön, über diese Sachen auch in dieser Form zu reden, so wie wir es heute Abend tun, ist meine Meinung. Das ist ein schönes Bierplausch-Thema, ne? Wichtig ist es ja auch, dass wir weitermachen. Wir haben dieses Jahr in Güstrow nur mal als Beispiel den SEC wieder, am 6. Super. August in Güstrow. Mit dir als Hauptsponsor wieder? Ich möchte nicht vorgreifen, aber es könnte eine Option sein. Es könnte eine gute Option sein, ja. Und ihr wisst auch, wie es geht, ne? Tobi Busch als Wildcard. Da ist es. Jetzt haben wir es. Dann kann ich auch gleich sagen, dass auch Pardubice dieses Jahr von mir begleitet wird. Und ich war auch beim Finale in Pardubice zu 99% tätig sein werde. Ach, deswegen haben sie auch den Termin verlegt. Wie bitte? Deswegen haben sie auch den Termin nicht auf den Grand Prix gelegt diesmal. Nein, das will ich nicht sagen, dass das daran lag. Aber ich weiß, dass die U21 WM ja nicht mehr in Pardubice ist, sondern durch die neue Regelung mit dem neuen Veranstalter quasi das Rennen 1 in Prag sein wird. Und als Vor-Event zum Grand Prix und das Rennen 2 in Cardiff als Nach-Event, das ist ja auch selten, dass die Grand Prix dann der U21 WM nach dem Grand Prix der großen Jungs sein wird, also am Sonntag dann das Finale dieses Jahr in Pardubice sein wird. Sicherlich das Finale des SEC als in Pardubice sein wird und das Finale der U21 WM dann als Vorveranstaltung zum Grand Prix Finale und nicht Grand Prix Finale zum Grand Prix in Torun. Weil das Finale soll ja Übersee sein dieses Jahr, wenn es dann stattfindet. Und das gilt es auch abzuwarten. Da kann man sich jetzt noch gar nicht zu äußern. Und schauen wir mal, wie das wird. Ich freue mich sehr auf Pardubice. Endlich mal wieder ein ruhiges Wochenende und kein Pendelwochenende.
Schön. Es war ja nicht, es kam auch schon vor, dass ich mit meiner Marine freitags nach Pardubice gereist bin oder Donnerstag nachts nach Pardubice gereist bin, um Freitag das U21-Finale zu schauen. Samstag dann von Pardubice nach Torun gereist bin zum Grand Prix und Sonntag wieder zurück nach Pardubice. Also ja, doch, ja, das haben viele gemacht, ich weiß. 30, 35.000 Kilometer fahre ich manchmal im Jahr. Ne? Sei doch froh, dass du angekommen bist. Ich habe es ungefähr 100 Kilometer bis Richtung Greifswald geschafft, dann lag ich in der Leitplanke. Ja, das hast du mir letztens erzählt schon. Ja, super. aber eigentlich, um Gottes Willen. Alles, aber nicht sowas. Ne? Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Und nochmal, nochmal. Also bei Bartosz, glaube ich, ist klar, was das Ziel ist dieses Jahr. Ne? Also nochmal den Titel vielleicht, ne? Also nicht vielleicht, es sollte Ziel Bartek sein. Bartek hat immer ein Ziel, er möchte gewinnen. Genau, Bartek, es ist ja kein Ziel, jetzt Vize zu werden. Also Nein. Er hat das Ziel, er möchte einfach, er hat so viel Ehrgeiz und so viel Willen, wenn man ihn beim Training beobachtet. Ich meine damit nicht unbedingt das Training auf der Bahn, sondern was er alles andere macht, um fit zu sein. Er wohnt ja bekanntlich in Kienice, das ist ja ein Stück raus, circa 40 Kilometer weg von Gorzów, halbe Strecke zwischen Gorzów und Stettin, und er setzt sich dann auf sein Rennrad und fährt mit seinem Rennrad von zu Hause ins Stadion, macht da seine Trainingseinheiten und fährt dann danach wieder nach Hause. Das sehe ich oft so auf Insta, ja. So ist er halt, ne? Und ist sehr, sehr, sehr strebsam in dem Bereich und hat eben sein Ziel. Für ihn ist es wichtig, er ist sehr siegeshungrig und das auch heute noch und das auch wahrscheinlich noch sein ganzes Leben, solange er aktiv Speedway fährt. Und das macht ihn halt aus. Ne? Ja, super. Also ich kenne ihn nicht, aber er wirkt immer sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, ist er auch. Also doch, das muss ich so sagen. Also ich kann nichts anderes sagen als genau das. Ne? Netter, sympathischer, freundschaftlicher, guter Mann. Und vor allem, ganz wichtig, er ist bodenständig. Er ist wirklich bodenständig. Okay. Sehr bodenständig. Doch. Ne? Ja. Lass mich mal einen Schritt tiefer kommen in den Baum, wie du ihn vorhin so schön bildlich gemalt hast. Also bei Robert gehe ich auch mal davon aus, ne? Klar, so eine Saison nochmal fahren, ankommen im Grand Prix, ja, ne? Also denke, das sollte ab und zu ein Halbfinale, vielleicht mal ein Finale. Irgendwann Einzelweltmeister werden. Das hat er mir immer gesagt, solange ich ihn kenne. Ich kenne ein Video von ihm, da war noch ein kleiner Junge. Übrigens gibt es so ein ähnliches Video auch von Bartek. Ich habe die beiden auch, die gibt es auch bei YouTube, das kann man googeln. Mhm. Und da sagen beide dasselbe, wir wollen in Welt, oder jeder sagt für sich, ich möchte einmal Weltmeister werden. Mhm. Und das ist auch ein Einzelweltmeister. Ich finde, in der letzten Saison hat Robert Lambert absolut gezeigt, was er kann. Er war ein Führungsfahrer, auch in der Extraliga, auch in der Nationalmannschaft für England. Ganz starke Nummer. Manchester ist er geworden, ne? Ja. Absolut starkes Rennen. Sicher, wenn man das Rennen, ich war im Stadion, ich habe es da gesehen, was passiert ist, wie es passiert ist. Er ist in einem super Flow und so soll es sein. Also ich traue ihm noch viel zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Wem traust du noch viel zu bei deinen Jungs? Also wen siehst du dieses Jahr im Grand Prix Challenge? Schafft es einer von deinen? Also ich sage nur Challenge. Im Grand Prix noch nicht, aber also nach also Martin. Ich glaube, es ist noch etwas zu früh, wenn ich ehrlich bin. Wir haben einen Tobi, wir haben einen Erik Riss. Für die wird's, also ich würde vielleicht auch noch mal bei Erik Riss was sagen nachher wollen. Gerne. Bezüglich der weiteren Träume und Wünsche, die er hat und Ideen und welche Aufgaben er sich selber stellt. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, es wird dieses Jahr schwer, einen eigentlich so gut wie nicht möglich sein, einen weiteren Fahrer in die Grand Prix Challenge zu bekommen. Mhm. Wir haben einen Norik Blödorn, der wird in meinen Augen dieses Jahr ganz, wenn er gesund bleibt und fit bleibt, traue ich ihm zu, dass er eine U21-WM ganz stark mit auftrumpft. Das muss ich so sagen. Wenn man das weiß, im letzten Jahr hat er nur zwei Events mitgefahren von den dreien. Er war bei beiden im Finale, ist jeweils Vierter geworden. Und ist, wenn ich richtig liege, ich glaube, aber es ist so, ist er am Ende der Saison Sechster geworden in der U21-WM und hat nur an zwei Grand Prix teilgenommen. Das zeigt eigentlich schon die Stärke. Ich traue ihm zu, unter die Top 4 zu fahren in dieser Saison in der U21-WM. Und das wäre
für ihn ein super Erfolg, was ich ihm auch von ganzem Herzen wünsche. Er wird dieses Jahr ein Jahr in England, ich sag mal, übersommern. Er wird in England für Bellevue fahren in Manchester und ja, freut sich auf die Aufgaben. Er braucht das, sagt er auch, um sich weiterzuentwickeln, um andere Bahnen kennenzulernen, um ja auch dahin, in die Richtung vorbereitet und geschult zu sein. Wir wissen auch, Bartosz Smarzlik hat mal ein Jahr in England verbracht. Hm. Also ja, Bahnen sind ja auch europäisch geworden, ist ja nicht mehr ganz so. Ja es gibt noch Unterschiede. Noch ja, klar. Ne? Klar. Ja, aber wenn du so mal 2010 guckst, ich habe mir gerade heute Videos von dem besten deutschen Fahrer meiner Meinung nach anguckt, Kevin Wölbert. Mhm. Ja, ich bin Fangirl, das werdet ihr nicht rauskriegen. Und da habe ich doch tatsächlich Bahnen gesehen, die schon, also nicht mehr viel mit der Bahn zu tun hatten. Ne? Ob das die Länge war, ob das die Kurve an sich war, wie steil sie ist, wie sie ausgeprägt war, ja. Mhm. Also da sind schon Bahnen bei gewesen. Und da hat, ja, das hat sich schon geändert. Das ich nur möchte, Thema Bahn 1 am Rande, die Bahn in ja. Stralsund. Top. Ich kann es immer nur wieder sagen, was die Nordstände da auf die Beine gestellt haben. Also ja. Das muss ich ja. tatsächlich so sagen. Ich habe viele Bahnen gesehen die letzten Jahre, aber was Stralsund da gebaut hat, super. Absolut ja, super. Und ich hoffe, du bist ja Güstrower. Schaffen die es auch mal wieder, den Sport so hinzukriegen, wie er vor 10 Jahren war? Ich hoffe es. Aber sehen nicht nur wir so, dass es da schlecht geworden ist. Ja, es wird immer ich will natürlich für den MC Güstrow nicht sprechen, kann ich auch gar nicht. Ich bin dort auch ein Fan, der in das Stadion geht. Ich bin nicht im Club Mitglied. Es ist einfach, was ich sehe, wie gesagt, dadurch, dass ich viel unterwegs bin und viele Rennen und viele Stadien sehe, sehe ich auch, wie der Zustand der Bahn aktuell ist. Der ist nicht der beste. Das, glaube ich, weiß jeder. Nee. Ohne irgendwas Böses sagen zu wollen, will ich ja gar nicht. Aber das ist das, was ich sehe. Das ist die Wahrheit, ne? Na, wenn ich beim letzten SEC mir die Ergebnislisten angucke, welche Startplätze dann am Ende die Punkte gemacht haben. Ein Robert Lambert ist bestimmt mehr wert gewesen, als beim SEC in Güstrow 5 Punkte zu fahren. Hm. Na, er hat im ersten Heat von Weiß 2 Punkte gemacht, im zweiten Heat von Gelb 3 Punkte gemacht, in seinem jeweils zweiten Heat dann. In seinem dritten, vierten, fünften ist er, glaube ich, meine ich, gefahren, Rot-Blau, ne, glaube ich, also innen, zweite von innen und oder also auf jeden Fall zweimal rot, einmal blau oder umgedreht, auf jeden Fall hat er 3x0 gefahren. Hm. Sagt viel. Sagt eine Menge. Ja. Und nee, Robert kennt den Stein in Güstrow. Genau. Ne? Also wobei, wie gesagt, das ist ja gar kein Vorwurf an irgendjemanden, da soll sich auch jetzt nach draußen nicht irgendeiner angesprochen fühlen. Ich sage einfach nur, was viele wahrscheinlich sehen und trotzdem ist Güstrow für mich immer noch ein Highlight, definitiv. Immer, ganz klar. Ja. Ich würde gerne jetzt mal den Schwenk komplett ändern und dass wir auch gleich mal so Richtung Schluss kommen. Mhm. Ich hätte noch eine aktuelle Frage. Wenn du die nicht beantworten möchtest, würde ich es verstehen. Ich würde sie dir aber trotzdem gerne stellen, denn wir haben bei Startband am Montag immer die Montagsfrage auf Instagram. Ja. Und die derzeitige Montagsfrage war, ob es richtig ist, die russischen Fahrer vom Grand Prix auszuschließen und wie du dazu stehst. Diese Frage kann ich in erster Linie so oder so beantworten, wie ich sie jetzt beantworte. Mhm. Ich bin, was dieses Thema angeht, ein Mensch, der live gesehen hat, was ein Krieg anstellt. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin von 2015 bis 2019 über 50 Mal in der Ukraine gewesen. Ja. Aus mehreren Gründen. Ich habe Freunde dort. Ich habe auch Freunde aus Deutschland, die dort leben. So, stopp. Ja, stopp. Ja. So, deine Verbindung war gerade weg. Aha, okay. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Und du fang am besten nochmal ganz an, von vorne an. Dann schneide ich das zurecht. Es ist die Frage, die du mir gerade gestellt hast, wie ich dazu stehe, möchte ich mit folgenden Sätzen beantworten. Es ist so, dass ich eine spezielle Verbindung zur Ukraine habe. Und zwar aus folgendem Grund, in den Jahren 2015 bis 2019 bin ich circa, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich könnte in meinen Pass gucken, circa 50 Mal in der Ukraine gewesen. Ich selber habe Hilfsgüter 2015 in die Ukraine gebracht, circa 2 Tonnen.
auf eigene Kosten mit meinem eigenen Fahrzeug, mit dem Anhänger. Und ich muss euch sagen, was da gerade passiert, ist eine Geschichte, die mich höchst enttäuscht, die mich sehr viel weinen lässt, was ich da erleben muss, was da passiert. Was das ein Land so groß wie Russland, ein Land so klein wie die Ukraine im Verhältnis zu Russland, ja, überrollt, die Menschen dort leiden lässt, die Menschen fliehen lässt mit dem, was sie haben. Wenn man sich das mal wirklich so vor die Augen hält, ist das höchst zu verurteilen. Aber es gibt dabei in meinem Körper zwei Sachen, die dann wieder, die ich auch sagen möchte. So will ich es mal sagen. Ich kenne Emil Seyfudinov sehr gut. Ich kenne auch Artem Laguta sehr gut. Ich schätze beide sehr als Menschen. Ich mag sie. Ich habe auch Grisha Laguta, der sicherlich nicht am Grand Prix fährt, aber ich selber habe ihm den Pokal überreicht beim SEC in Güstrow. Ich kenne die Kinder von den Jungs, von Grisha und von Artem. Und ich muss sagen, es tut mir einerseits sehr leid, dass das so jetzt entschieden wurde, wie es ist. Aber um diesen, ich will mich nicht zu weit politisch aus dem Fenster lehnen, das ist auch nur meine eigene Meinung und deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer, in aller Öffentlichkeit zu sagen, wie ich dazu stehe, muss ich auch sagen. Mhm. Aber ich verurteile das, was da passiert. Und ob das jetzt richtig ist, dass sie die Fahrer oder Sportler allgemein auf der Welt verbieten, ihren Job zu machen, ihr Geld zu verdienen oder ihren Sport auszuüben. Ob das jetzt der richtige Weg ist, um Russland einzudämmen und Russland daran zu hindern, dort weiterzumachen, das bezweifle ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andersrum müssen Zeichen gesetzt werden. Das heißt, es muss nach außen hin gezeigt werden, dass das nicht geht, was hier geht oder was hier gerade ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ja. Ich habe mehr oder weniger zwei Seiten der Medaille, die ich betrachten muss. Und ich habe für die Ukraine höchsten Respekt, was da passiert. Ich habe einen Freund, der heißt Mihail, der wohnt in Kiew und der versorgt mich regelmäßig mit Videos aus Kiew. Er selber sitzt da in einem Kellerloch. Das Video, das ist erschreckend, wenn ich das sehe. Das Kellerloch ist vielleicht 20 Quadratmeter groß. Da schlafen sie und wohnen sie seit mittlerweile Beginn des Krieges mit 25 Menschen und 7 erwachsenen Menschen und 7 Kindern. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie das dann ist, mit so vielen Menschen in so einem Loch zu sitzen. Und wenn man dann diese Aussagen hört, die ein Herr Putin da bekannt gibt, wie gesagt, ich bin hier nicht derjenige, der darüber richten soll und richten darf, aber meine Meinung ist, es müssen Zeichen gesetzt werden. Und wahrscheinlich ist das dann der Weg, um anhand der, ich sag mal, des Verbots Sport aus dem Land Russland in der Welt zu zeigen. Ich denke, das ist dann der richtige Weg, ja. Ob das nun der für alle heilige richtige Weg ist, das bin ich nicht imstande zu beurteilen. Das weiß, glaube ich, keiner. Ne, ich glaube, ihr wisst, was ich sage. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ne, weil ich Freund und auch ein großer, wie gesagt, ein großer Fan von den beiden bin. Ich mag Grisha und Emil total gerne und Atem und ebenso. Und mir tut das irgendwo auch leid um die Jungs, keine Frage. Okay, ich hoffe, ich bringe das rüber mit dem. Ja, alles gut. Ich frage, also ich kann da nicht sagen, ja, ist richtig oder nein, ist nicht richtig. Ich sehe zwei Seiten der Medaillen. Ne? Ich wusste halt um dein Engagement, wir hatten darüber schon mal gesprochen, deswegen war mir diese Frage einfach gerade wichtig. Auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Downer ist wieder am Schluss. Nein, soll es nicht sein. Ne? Jeder darf halt seine Meinung vertreten. Ne? Ja, ist halt die aktuelle Lage. Jörg, ich möchte mich bedanken. Du warst wirklich ein sehr, sehr aufgeschlossener, interessanter Gast. Ja, vielen schön, Dank. Dass du für uns zum Büro gefahren bist und wieder zurück. Das, das hab ich wirklich gerne getan, weil wir lassen es unkommentiert weiterhin. Ja. schön, dass du da warst. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Waldmanns Heil habe ich mir auch geschrieben. Ach so, schöne Grüße gehen nach Devonport, Florida. Denn tatsächlich haben wir seit der ersten Folge einen Zuhörer in Devonport, Florida. Ja, wenn er das hier vielleicht jetzt wirklich hört, schreibt uns doch einfach mal. Uns interessiert schon seit langem, wer du bist. Ja, wer bist du und warum tust du dir das an, was wir hier machen? Dann ist gerne auch der Japaner. Es ist auch ein Japaner dabei und gerne auch der.
Genau, auch ein Japaner, da habe ich den Ort aber noch nicht gefunden. Das muss ich erst noch über Buzzsprout mal richtig googeln. Also ich, ne? Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf der Bahn. Ich denke mal spätestens in Güstrow. Ja, am 12. April, ne? Beim Osterpokal. Ja, genau. Da darfst du auch mal mit meiner Schwalbe fahren. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, zum Osterpokal mit der Schwalbe von Selin nach Güstrow zu fahren. Aber, das ist eine Hausnummer. Ja, ach, da ist ja, ich habe ja eine Decke, ich habe ja so eine noch so wie früher, wie sich die Menschen so dann dieses gummiartige Lederteil über die Oberschenkel gestriffen haben. Ja, das kenne ich auch noch. Allerdings warten meine neuen Reifen noch irgendwo und solange ich die nicht habe, wird das leider nichts. Ne? Ich bedanke mich nochmal. Ihr gebt das letzte Wort immer an meinen Partner Ebi und sag, Ebi, du kleine. Ja, bevor du ihm das Wort übergibst, möchte ich mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mich diese mehr als eine Stunde ertragen habt. Ich hoffe, es hat doch so ein bisschen ein paar Einblicke gebracht und vor allem auch nach draußen mal gezeigt, wie meine Sichtweise für diesen Sport ist und was vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, warum ich das so tue, wie ich es tue. Und ich wünsche uns allen eine absolut Hammer-Saison 2022, vor allem Gesundheit aller Fahrer, möglichst volle Stadien, möglichst auch mal wieder ohne irgendwelche Corona-Vorgaben. Ne, das wünsche ich uns allen und einen geilen Motorsport und vor allem Frieden, das sagt gerade meine Maren im Hintergrund, und vor allem Frieden für alle die sich dies verdient haben in der Konsequenz. Ne? Also auf jeden Fall, ich wünsche uns allen alles Gute. Danke, dass ihr mich angehört habt. Gerne. Frieden alle Menschen auf der Welt. Ne? Ist mir egal, alle gleich. Geimpft, geimpft, schwarz-weiß, dick, dünn. Ne? Mann, Frau, ist egal. Ne? Also mega sympathisch, wie wir es gehofft haben. Danke, Jörg, auf jeden Fall. Das waren super Einblicke. Wir haben jetzt einen Grund mehr, zu McDonald's zu gehen. Ne? Vielleicht treffen wir auch mal irgendeinen Fahrer und lernen. Den Fahrer dort. Ja, vielleicht treffe ich ja Kevin mal bei McDonald's. Ich freue mich auf Selina. Kevin gibt es im Übrigen auch. Kevin geht es nochmal kurz am Rande. Ich habe mit Kevin vorgestern telefoniert. Ich bin nicht Kevins Unterstützer, aber ich bin einer, der ihm hilft bei der Bewältigung seiner Aufgaben, die er aktuell so alle zu bewältigen hat. Berate ihn ein bisschen und mit meinem Tätigkeitsfeld, mit den Versicherungsfragen. Und Kevin geht es soweit gut, er ist fit, er ist am Trainieren, er ist auch schon Trainings gefahren letztes Wochenende in Wittstock. Und ich hoffe, wir freuen uns bald auf Kevin. Na klar, absolut, auf jeden Fall. Absolut. Und ich habe noch einen, also wie gesagt, ich war ja am Abmoderieren, Michael sagte mir, kann das nicht. Doch, kannst du. Was für dich der April war, ne? Ich freue mich tatsächlich, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, war auch so das Ziel, dass wir es nicht machen. Ich freue mich auf den 16. Juni. Auf mit die geilen Starter-Girls mit den mega knappen Outfits wie in Dorn. Wir werden uns sehen beim GSM. Ich weiß noch, als du gesagt hast, die Starter-Girls-Klamotten kannst lassen, geile Veranstaltung, wir sehen uns wieder. Ne, wenn ich nicht vergesse. Super, ich freue mich drauf, es war mega spannend. Danke für deine Zeit. Sehr gerne, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Mach's gut, Jungs, wir hören, ne? Bis bald. Und ciao, ciao. Grüße an Katja, du fehlst wie immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.